Okay, Leute, es kotzt mich an, dass ich jetzt hier schon in der zweiten Welt draufgehe wie so eine irre Sau, weil ich einfach zu blöd bin, einmal Wasser umzukippen, auf einer Treppe steht. Ja, genau. Ja, genau. Oh. Ich bin so dermaßen dumm, dass es mich selbst ankotzt wie Hölle. So. Okay. 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 Okay, 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 ja. Er springt einfach durch das Drecksding durch, Mann. Was ist denn das für eine Rotze? Ich verballer meine ganzen Leben an dieser Wichswelt. Das kann doch nicht sein. Ey. So, und jetzt vorsichtig. Ich brauche mein Großsein noch, weil ich möchte einmal auch draufgehen können. Ja, jetzt. Nein, ich mach's nochmal. Okay. Oh Mann, ey. Ist das ein riesen Wichspiss? Ach, ich hätte das Spiel nicht spielen sollen. Doch, ich will das spielen. Ich will es durchspielen. Ich will es durchspielen. Ah, eigentlich das Einzige, was hier wirklich an diesem Spiel schwer ist, der letzte Endboss. Und auch nur, wenn man ihn das erste Mal trifft, weil die meisten Endbosse kriegt man beim ersten Mal sehen, eigentlich platt. Wobei man bei dem schon durchaus mal. Ich komm, ich kotze. Okay, ich bin aber dran vorbei. Ja, bitte, danke. Na. Er hat nichts gemacht. Ich schwöre bei meinem Leben, dass dieser Wichser von Mario, ja, nichts gemacht hat. Okay, ich gehe nach ganz rechts. Oh Gott, ich hoffe, dieses Level ist bald vorbei. Okay, hier kann ich landen. Okay. Okay. Ups. Ups, okay. Ups. Okay. Ah, strange. Strange, strange, strange. Oh Gott, ey, das kam mir damals so leicht vor. Okay, so kann ich auch. Okay. Okay, da gehen wir nicht hin. Okay, da gehen wir auch nicht hin. So, wir gehen hier hin. Kommen wir da rein? Nö. Okay. Oh, das Ziel, das Ziel, das Ziel. Ja, jetzt klappt's super. Keine Ahnung. Oh, ich hab's geschafft, Leute. Der größte Rotz ist weg, glaube ich. Und. Ups! Ah, oh, na, Halleluja! Die Hälfte der Leben zurückbekommen. Gott, habe ich mich dumm angestellt. Die meisten werden sagen: Nur oh, ist das ein Idiot. Mir egal. Mach doch einen Scheiß alleine. Also, ich habe jetzt die Wahl zwischen Ameisenwelt und Fliegenwelt. Ich nehme jetzt einfach die Ameisenwelt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche besser war. Ich glaube, sind beide ähnlich. Welche ich jetzt mache, ist glaube ich egal. Okay. Und ich gelobe feierlich, mich besser anzustellen als das letzte Mal. Ups. Okay. 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 Na gut, okay. Also, was haben wir hier? Schießende Pflanzen, die kennen wir aus allen Mario-Teilen. Ja, definitiv. Ameisen, ja, auch nichts Wildes. Die sind halt klein, schwarz, rennen durch die Gegend und machen im Prinzip nichts weiter. Oh, ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwie andere gab. Okay, das ist wohl ein Leben oder so. Ja, es ist weg. Okay. Na gut, hätte ich anders machen müssen. Okay, die fliegen, glaube ich, alle weg. Ja, genau. Okay. Schisser fliegen, Schisser Wespen, Schisser Bienen, Schisser, Schisser, Schisser. So, und keine Schisser, Ameisen, bla bla. Oh, wo ist er? Ja, hier ist er. Okay. Ja, was gibt's hier noch? Okay. Whoops. Ja, also das ist meine Hasenöhrchen. Wunderschön. Habe ich sie schon mal gehabt? Ich glaube, ja, doch, ich hatte sie schon mal gehabt. Egal, hier sind meine Hasenöhrchen, mit denen ich. Ah, ja, was ist denn mit dir los, du kleiner Pisser? Wieso springst du denn nicht wieder? Er wollte nicht. Ich habe irgendwie Probleme bei meinen Tasten. Die reagieren nicht immer, wenn sie sollen. Okay, es das heißt. Aha, wenn ich hoch. Okay. Ah ja, okay, klar. Laptop-Tastatur ist irgendwie schlechter als meine alte, weil. Ja, so drei Tasten schafft jede Tastatur immer, aber. Vier nicht unbedingt. Das hängt davon ab, wo die liegen. Und wenn ich gleichzeitig hoch und rechts drücke oder so, dann kann ich nicht mehr laufen und springen gleichzeitig drücken.
Gut, das ist kacke. Aber naja, egal. Irgendwann habe ich mein Joypad, aber dann ist das Spiel auch schon durch. Naja. Oh, toll. Ich wollte ihn behalten. Ja, ja, komm, gib her. Okay, dann haben wir wieder unseren Wimpel am Kopf. Und, gehen zum ersten Endboss. Irgendwie eine Krähe anscheinend. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Egal. Okay. Okay. Was ist hier? Ja, haben wir schon. Ups. Oh, getroffen. Wahnsinn. Oh, schon wieder. Oh, schon wieder. Ich bin gut? Nein, ich bin doch nicht gut. Nee, wer das andere Video gesehen hat, weiß, ich bin nicht gut. Eine Eule? Hört ihr auch mal auf? Ja. Dankeschön, Eule. Danke, Eule. Transporteulen. Das ist ja nett. Ich will auch so eine Transporteule für zu Hause haben. So. Sprat, Sprat, ja. Sprat vor allem. Spart, Sprit. Okay, Wolke. Okay, tut mir nix. Okay. Okay. Ja. Okay, komm ich da hoch? Ja, komm ich. Okay, gut. Dann ist doch alles gar kein Problem. Yep. Okay, irgendwelche komischen Vögel. Also alles so normale Gegner hier in diesem Spiel. Also keine großartigen Monster, sondern alles Tiere aus dem Tierreich, die man einfach besiegen muss. Man zieht los und kloppt einfach hilflose Tiere ins Gesicht. Was ich ja schon ein bisschen verwerflich finde. Aber naja, ist halt so. So ist halt Mario. Okay. Ups. Wow. Okay. Das war gemein. Ups. Das Ding kann auf dem Boden lang. Okay. Mir egal. Okay, es nützt mir nichts, weil ich groß bin. Okay. Hat nichts gebracht. Nein! Und wieder zu viele Tasten auf einmal gedrückt. B-Taste zählt nicht mehr. Oder die A-Taste war es da. Und ich fall runter. Ganz klasse. Ist das ein Scheiß. Okay. Okay, ich muss ganz vorsichtig sein beim Fliegen. Hier kann ich doch irgendwo landen, oder? Ja, hier. Okay. Kommst du runter? Ja. Okay. Wenn ich beim Fliegen hochdrücke, falle ich sofort runter. Wahnsinn. Ist das ein Scheiß. Okay. Okay. Ich darf nur die Richtungstaste drücken. Dann passiert mir nichts. Okay, ich fall runter. Ah, hier kann ich landen. Okay. Okay. Und Gumbas. Gumbas, Gumbas, fliegende Gumbas. Alles wie im alten Teilen. Also es gibt die alten Gegner und ja, ein paar Tierchen dazu. Ja, ja, ja. Puh, na, was machen wir jetzt? Ja, drauf scheißen, weiter. Oder ist er okay? Was macht er? Okay, was macht er? Was macht er? Was macht er? Okay, aha. Ja, das war leicht. Okay, machst du noch was anderes? Okay. Ja, also, war da noch was? Das war's, oder was? Okay, das war der erste Endboss, den ich euch zeige. Naja, und eine goldene Münze. Damit, die geht dann direkt auch schon mal zum Schloss und ich trinke darauf erstmal ein Schlückchen. Die Baummünze. Ah, ich habe gleich mit der ersten von links angefangen. Das ist ja gut. Ja, okay. Aktion erledigt. Da ist dann ein X drauf. Hier ist eine freie Welt, die ich einfach besuchen kann, wenn ich das möchte. Wir gehen jetzt als nächstes zur nächsten Welt. Einfach gehen wir mal im Kreis, wa? Zur Hippo-Nilpferd. Geil Welt. Sexuell, genial, Freude. Und hier gibt's eine Blase. Die kenne ich, die habe ich nämlich geliebt, die Welt. Und wenn man damit umgehen kann, dann kann man eigentlich richtig viel. Okay. Ah ja, man muss. Ah, okay, verstehe. Man muss so eine gewisse Zeit einplanen. Also man drückt einfach nur auf B und dann fliegt so hoch und lässt los. Dann. Ups, ja, oder wird getroffen. Dann geht's runter. Ja, genau. Ach Gott, ist das ein Scheiß. Aber hier gibt's nochmal. Okay. So, okay. Hier kann man also einen Haufen Geld einsammeln. Am meisten Spaß macht es, wenn man auch noch die Pflanze dazu hat. Dann fetzt das nämlich richtig. Okay.
Ich wusste sogar mal einen Trick, wie man den Endboss mit kaum Aufwand besiegen kann. Keine Ahnung, wie das war. Aber ich denke, ich werde es wieder rausfinden. Ich muss irgendwie weit immer nach oben, aber ich darf nicht oben bleiben. Keine Ahnung. Und jetzt kann man nämlich hier beim Fliegen auch noch ballern. Das ist natürlich dann noch richtig schön. Das fühlt sich richtig gut an, wie so ein Schauspiel. Und ich versuche, die Welt noch durchzukriegen, damit ich cutten kann, weil ich habe nur noch 40 Sekunden weniger als das. Oh ja, und es wird was. Alles klar. Wunderschön. Wunderbar. Wundertoll. Was haben wir denn für eine Bonuswelt? Mach hin. Ups. Okay, ich habe mal ganz kurz vorgespult. Und springen wir mal. Ist eh viel zu schnell, um das mitzuchecken. Und ich kriege ein Leben. Geniale Aktion. Ich bin so ein Held. Super. Ich freue mich darauf, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet, weil ihr das tun müsst. Sonst bin ich nämlich sau mit euch. Bei Sonne, Mond und Sterne. Bis dann, euer Igel.